Ja, ja, ne, das ist ein alter Streit zwischen mir und meiner Freundin. Ne? Kann man mit Alkohol vernünftig umgehen? Ja? Meine Freundin sagt nein. Mein Arzt sagt ja. Aber nicht Sie, Herr Weber. Also Arzt, ich war jetzt in der Schlafambulanz gewesen wegen dieser Schlaflosigkeit. Und übrigens, das war in der Psychiatrie, gell? Ohne Witz. Ja? Ich habe jetzt einen Psychiater, gell? Ja, habe erst gedacht, um Gottes Willen, da gehst du nicht hin. Ne? Also Psychiater ist schon komisch, oder? Bei so psychischen Sachen, da tut man sich immer sofort schämen, gell? Wenn ich jetzt einen Blinddarm gehabt hätte, wäre ich sofort zum Internisten, gar kein Problem. Aber bei psychischen Krankheiten ist immer so ein bisschen, oder? Psychische Krankheit ist nach wie vor sehr stigmatisiert, ja? So ein bisschen immer, reiß dich mal zusammen, oder? Jetzt reiß dich mal zusammen. Wenn du den Fuß brichst, hilft dir jeder durch die Tür. Mit Schizophrenie mach's doch alleine, ihr seid doch genug. Versteht ihr das gesagt? Nein, ich meine das ganz ernst. Du darfst in Deutschland an allem erkranken, aber nicht an der Seele. Ja? Körperliche Krankheiten sind gesellschaftlich völlig akzeptiert. Ja? Deswegen gibt es die Paralympics. Toll, aber ich frage mich, warum gibt es keine Psycholympics? Könnten wir genauso fragen, wie fühlt sich ein Klaustrophobiker im Viererbob? Ja. Naja, wie will man denn beim Staffellauf gewinnen, wenn der Mitkleptomane der zuerst den Stab weggenommen hat? Ja. Ja. Das hatte ich halt mit Psychiater und dann hat er, habe ich mir gedacht, der kommt jetzt bestimmt irgendwas mit Meditation an, mit Schlafritualen. Und wie sowas die erste Frage ist, was er mir stellt, sagt er, Herr Weber, trinken Sie? Habe ich gesagt, Herr Doktor, kommt drauf an, was haben Sie denn da? Nee, trinken Sie regelmäßig Alkohol? Habe ich gesagt, ja, um Gottes Willen, ich meine, was soll ich denn da sagen, oder? Ich meine, was würdet ihr mir sagen, oder? Gundi, was würdest du sagen, oder? Da trinken wir rein. Ich bin aus dem Odenwald, Amorbach im Odenwald. Trinken ist ein ganz wichtiger Teil unserer Kultur. Also ich will ganz ehrlich sein, also in Amorbach ist eigentlich der einzige Teil unserer Kultur. Viel andere Kultur haben wir eigentlich nicht, oder? Ne? Klar, wir haben nichts gehabt. Hier sitzt die Jugend, du in deiner Jugend hast du ein Kino gehabt. Ich habe kein Kino gehabt. Ja, wenn ich einen Film sehen wollte, musste ich einen Fliegenpilz rauchen. Das ist jetzt... Ja. Ja. Ja, und wenn nichts los ist, muss man selbst ein bisschen was losmachen, oder? Im Odenwald, wir sehen ein lustiges Volk, du. Wenn ich an, wenn, was wir feiern können, im Odenwald, wenn irgendwas, es wird so, wenn ich allein an die ganzen Blütenfeste denke, sobald im Odenwald irgendwas blüht, es wird sofort gefeiert. Ja. Apfelblütenfest, Kirschblütenfest, Kastanienblütenfest. Als wir in Ammerbach noch ein Schwimmbad hatten, haben wir einmal im Jahr sogar die Algenblüte gefeiert. Ja, gell? Ja. Und da heißt es immer, was ist mit der Jugend los, gell? Die Jugend säuft sich ins Koma. Hat diese Jugend denn keine Vorbilder mehr? Also im Odenwald schon, muss man sagen. Er hat gesagt, Herr Weber, machen wir es mal so. Sie trinken jetzt mal 4 Monate lang kein Alkohol und dann schauen wir mal, ob es besser wird. Da habe ich gesagt, Herr Doktor, Gegenvorschlag. Ich trinke jetzt erst einmal 4 Monate lang das Doppelte und schaue dann, ob es schlimmer wird. Dann hat er gesagt, nee, das würde ich nicht machen. Bin ich nach Hause gekommen, hat meine Freundin mich gleich begrüßt. Und Philipp, was sagt der Doktor? Ich soll kein Alkohol mehr trinken. Und was machst du jetzt? Ja, was soll ich denn machen? Ich muss den Arzt wechseln, was für eine Scheiße. Hat sie gesagt, Philipp, du trinkst wirklich zu viel Alkohol. Ich sag, trink doch nicht zu viel Alkohol. Philipp, deine Eskapade immer. Hat er ruf, neulich bist du mit 1,5 Promille vom Fahrrad runtergefallen. Ja, wenn ich meine, wie kommt man auf die Idee, mit 1,5 Promille auf dem Fahrrad zu steigen? Hab ich gesagt, Schatz, im Grunde genommen kommt man erst ab 1,5 Promille aufs Fahrrad. Aber nicht, dass ich jetzt falsch von mir denke, Gundi, nicht, dass du mir falsch von mir denkst, gell? Ich bin schließlich angefahren worden, gell? Also, Kinder, ich bin angefahren worden. Wobei meine Freundin zu mir gesagt hat, das Auto, das mich angefahren hätte, hätte er seit 2 Wochen geparkt. Also. Ja, im Nachhinein habe ich mich schon geärgert, dass ich die Polizei geholt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also.
Ja, naja, aber es ist ja, Schatz, das kann doch mal passieren, mein Gott, das kann doch mal passieren, oder? Hat gesagt, ja, und die Woche davor wärst du beinahe erfroren. Ja, da wäre ich beinahe erfroren, aber das ist ganz dumm gelaufen. Ich war bei einem Freund, ich war bei einem Freund gewesen und der hat einen von diesen schönen alten Bosch-Kühlschränke. Kennen Sie diese schönen großen Bosch-Kühlschränke? Ja, und wir haben ein bisschen was getrunken gehabt und dann habe ich mich verabschiedet. Könnte dir nicht passieren, oder? Nee, hä? Und hab dann aus Versehen in der Küche den Kühlschrank mit der Ausgangstür verwechselt. Und naja, dann war ich halt drinnen gesessen. Ja, aber es war überhaupt nicht schlimm. Ja, weil mein Freund hat ja Gott sei Dank auch was getrunken und mich dann gefunden, als er auf dem Balkon eine rauchen wollte. Versteht ihr? Also, ja, also. Ja.